Einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts, so die US-Energieministerin Jennifer Granholm. An der National Ignition Facility, der NIF, ist etwas absolut Bahnbrechendes gelungen. Und Michael Binderbauer von TAE Technologies setzt noch einen drauf. We will build the first fusion power plant by the end of the decade. Deshalb hier ein Klick zum Special, nochmal mit einem Exklusivinterview eines ganz besonderen Forschers. Los geht's. Herzlich willkommen. Das ist ein absolut sensationeller Durchbruch bei der Kernfusion. Zum ersten Mal in der Geschichte der Erforschung der Fusionstechnologie wurde in einem Experiment mehr Strom erzeugt als verbraucht. Damit ist man dem Beweis, dass die Kernfusion tatsächlich zur Energiegewinnung genutzt werden kann, einen Schritt näher gekommen. Michael Binderbauer ist einer der führenden Kernfusionsforscher weltweit. You know, before something is proven, there's always the doubt in humans, right? Can it be done? I mean, my wife always says, are you chasing ghosts? You know, I'm at this for, you know, God knows now, 30 plus years. And you know, while I'm very convinced and I understand the underpinnings and the science and, you know, what the engineering challenges are, but one has to admit, there's always that little bit of doubt. Like maybe it's just too big a step or too difficult. Nature won't be kind to us. And that's now removed, right? It's just like when the first runner broke the 4-minute mile. That very quickly led to others breaking that. The Wright brothers, the first, you know, 50 meters hopping with the plane. It wasn't really flight, but it showed that you could lift. And once those things are reduced to demonstration and to actual practice, taking that to functional implementations that can then really service the, you know, the steady state operation, whether it's the airplane, or it's now people routinely running quicker, or green fusion now getting to net energy and then power plants. I think that's the big step. Im Gegensatz zur Kernspaltung hat die Kernfusion viele Vorteile. Bei der Spaltung entsteht eine Kettenreaktion, die auch gewollt, wie bei der Atombombe, oder ungewollt bei Kraftwerksunfällen außer Kontrolle geraten kann. Und es entstehen radioaktive Abfallprodukte, die teilweise Millionen Jahre strahlen und lebensgefährlich sind. Keiner dieser Nachteile besteht bei der Kernfusion. Geringe Strahlung, kaum Abfälle und es entsteht keine unkontrollierbare Kettenreaktion. Es könnte die Technologie sein, um tatsächlich ewig Energie zu erzeugen. 1 Gramm Brennstoff liefert so viel Energie wie 11 Tonnen Kohle. Es wird keinerlei CO2 freigesetzt. Saubere Energie in schier unendlicher Menge. Das ist die Vision, die mit der Hilfe der Kernfusion zur Realität werden soll. Laut NIF könnten die ersten Kraftwerke mit dieser Technologie in den nächsten Jahrzehnten gebaut werden. Die Energieerzeugung durch Kernfusion könnte jedoch schon viel früher beginnen. Das US-Unternehmen TAE Technologies sagt, dass es noch gegen Ende dieses Jahrzehnts soweit sein wird. Der 5. Forschungsreaktor des US-Unternehmens TAE Technologies heißt Norman. Mit ihm hat man es geschafft, ein stabiles Plasma bei über 70 Millionen Grad Celsius zu erzeugen. Und die Visionen von TAE sind riesig. Diese Technik soll jetzt weiterentwickelt werden, sodass sie bereits in wenigen Jahren zum kommerziellen Einsatz kommen kann. Das US-amerikanische Unternehmen TAE wurde 1998 gegründet und hat 2015 erstmals bewiesen, dass ein in sich geschlossenes Plasma 10 Millisekunden lang vollständig stabil gehalten werden kann. Dann vor 3 Jahren, 2019, ein weiterer Erfolg. Damals gelang es, ein Plasma im Fusionsreaktor Norman über 30 Millisekunden lang bei rund 35 Millionen Grad Celsius stabil zu halten. In diesem Jahr zeigte das Unternehmen, dass Norman das Plasma bei über 70 Millionen Grad stabil halten kann. Weniger als ein Faktor 2 von der Temperatur entfernt, die für die Zündung von herkömmlichen Fusionsbrennstoff erforderlich ist. Im Vergleich zum NIF-Reaktor, der zum ersten Mal mehr Energie erzeugt hat, als in die Fusion gesteckt wurde, ist die Technologie von TAE näher an der Kommerzialisierung. Norman arbeitet nicht in einem pulsierenden Betriebszyklus, sondern läuft konstant. Hier war es möglich, das Plasma genauer zu analysieren und zu optimieren. Und das Prinzip ist von TAE deutlich effizienter als das der NIF. In the National Ignition Facility, they're using what's called a pulsed approach. So every once a second or so, or maybe a tenth of a second, it fires like a little micro explosion. What we're doing is called steady state fusion. And that means the magnets and the system and the plasma inside are always running 24/7, 365. So the system is conceptually different. One is sort of a sequence of little micro bombs. And what we're doing is a constant flow of power in and more power coming out.
It turns out that the stresses on systems, the running of magnets, the running of systems in steady state is easier to do than in the pulse state. And so we are just one step away in our current configuration from getting to the conditions necessary to get net energy. Once we get to those, turning that into a power plant is, compared to the NIF, a relative straightforward process, because you don't have those constant pulsed on off stresses on equipment, but it runs steadily and happily and, you know, at a continuous power level. And that is easier to realize from an engineering perspective. And so we're very confident that in our next generation, we will get to a net energy demonstration and then be able to take that into a steady state power plant before the end of the decade. So entschied sich das Unternehmen für einen Ansatz, der sich von anderen Fusionsprojekten unterscheidet. Das heiße Plasma wird durch ein weitgehend selbst erzeugtes Magnetfeld und die Teilchenbeschleunigerstrahltechnik stabil gehalten. Außerdem soll Bohrwasserstoff verwendet werden, die sauberste, sicherste und am häufigsten vorkommende Brennstoffoption für die Fusion. Und das sind nur einige der bahnbrechenden Innovationen, die TAE auszeichnen. Ein starkes externes Magnetfeld, wie es im Großprojekt ITER hier in Europa verwendet wird, ist nicht erforderlich. Mit anderen Worten, riesige Energiemengen zur Aufrechterhaltung des Magnetfelds sind somit überflüssig. Darüber hinaus wurde TAE durch die Physik von Teilchenbeschleunigern inspiriert, wie sie beispielsweise im Europäischen Forschungszentrum CERN eingesetzt werden. Laut TAE kann die Kombination aus selbst erzeugten Magnetfeldern und der starken Injektion von hochenergetischen Plasmateilchen das Plasma sehr stabil und kontrollierbar machen. Noch besser, je höher die Temperatur im TAE-Reaktor, desto stabiler wird das Plasma. Paradoxerweise wird die Aufrechterhaltung des Plasmas mit steigender Temperatur also nicht unbedingt schwieriger, sondern, wie die TAE gezeigt hat, sogar einfacher. Das ist wie ein Kreisel, der umso stabiler bleibt, je schneller er sich dreht. Das Unternehmen sieht seine bisherigen Erfolge daher als Bestätigung dafür, dass sich das heiße Plasma mit einem bis zu einem gewissen Grad selbst erzeugten Magnetfeld und einer ausreichenden Injektion schneller Ionen selbst stabilisiert. Und das ist wahrhaftig ein Meilenstein. Die letzten Fortschritte führten dazu, dass das Unternehmen eine Finanzierungsrunde abschließen konnte. Insgesamt schossen die Investoren über 1,2 Milliarden US-Dollar hinzu. TAE will damit unter anderem einen weiteren Reaktor bauen. Geplant ist der Bau einer Demonstrationsanlage namens Copernicus. Hier werden dann Plasmatemperaturen von mehr als 100 Millionen Grad Celsius möglich sein, um mit dem TAE-Ansatz einen ähnlichen Nettoenergiemeilenstein wie NIF zu erreichen. Ist dieser Schritt erreicht, steht einem kommerziellen Kraftwerk nichts mehr im Weg. Dies bezeichnet das Unternehmen als Da Vinci. Das wäre deutlich früher, als es bei allen anderen Verfahren der Fall sein könnte. Hier soll das erste Plasma in etwa im Jahr 2025 eingesetzt werden, sodass die Forschungsteams mit ihren Experimenten beginnen können. Bis dann. Bleibt dran.